Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir stehen gerade schon vor dem Pass, wo es jetzt endlich rauf geht. Haben schon gefühlte 2 Stunden Anfahrt in den Beinchen. Und wo geht's denn hin? Ja, wir fahren jetzt Richtung Passubio auf, aber nicht die klassische Route, sondern die Militärstraße direkt vom Pass weg. Dann geht es auf den Cima Ballon und von Cima Ballon direkt auf Rovereto in den langen drei Läuche. Bei der Auffahrt werden schon wieder Fotos gemacht, weil, seht ihr das? Sieht echt super aus. Und hier lohnt sich schon die Umgebung. Da ist auch so eine Kathedrale, die mitten in den Felsen gebaut ist. Kann ich euch vielleicht ein Foto einblenden? Ja, ich habe ein Foto gemacht. So schaut es gerade aus bei uns. Wir sind noch beim Antreten. Zum richtigen Anstieg, aber jetzt endlich in der Sonne und das macht es gleich um einiges wärmer. Wir shutteln jetzt ganz anders diesmal, Eco-Shuttle. Du, wir haben Follower und jetzt bin ich Follower. Das ist jetzt schon die Militärstraße, den Passubio rauf. Und die fährt sich bisher sehr schön, ist relativ flach. Und jetzt im Herbst halt wirklich wunderschön mit dem ganzen Laub. So, wow. Jetzt gibt es wieder eine Kurve mit Aussicht. Wie weit haben wir es noch? Ja, ich schätze 600 Höhenmeter noch. Ui. Ja. Ja, das zieht sich heute echt ganz schön. In Summe wären es so 2,2, habe ich gehört. Ja. Und da werden wir die Akkus hübsch auszuziehen. Aber hier ist jetzt wirklich geil. Also ein Traumgebiet, abseits vom Gardasee Trubel, biketechnisch, auf jeden Fall cool und sehr historisch, aber am Gipfel mehr dazu. Geil, hast du die Ruine mal gesehen? Ja, da oben. Wow, das ist jetzt die Ruine, von der gerade der Nico gesprochen hat. Schaut mal, wie geil das einfach ausschaut. Also nach hinten, krass, Panorama. Es gibt auch Leute unter uns, die sind einfach zu eingebildet. Vielleicht hätte ich nicht so oft schöner Mann sein sollen. Mega geil mit der Aussicht. Wow. Hey, das ist aber echt cool jetzt, oder? Wow. Haben wir jetzt das verdient, Nico? Ich glaube schon, oder? Metzo die Liter Wein. Perfekt. Das ist jetzt echt wieder so eine Megastraße, wo jede Kurve Aussicht hat. Kommt vom Schatten in die Sonne, merkt man gleich. Das stimmt. So, jetzt geht's für uns durch Tunnel durch und dann wird's spannend, was auf der anderen Seite so rauskommen wird. Weil dann haben wir wahrscheinlich nochmal ein anderes Panorama. Und das ist jetzt der Blick auf die andere Seite. Ja, ist schon geil. Da wartet unser Mittagessen. Ist immer mega, wenn man irgendwo durchtaucht und noch nicht weiß, was auf einen zukommt. Oh, hier unten ist alles flach. Ja. Und vorne sind die 52 Galerien durch den Berg. Also das ist eine Galerie, also eine Strecke mit 52 Tunnels. Die ist für Bikehover gesperrt. Da hat es relativ viele Unfälle gegeben. Die schaut jetzt da komplett harmlos aus, nur der Berg. Aber im vorderen Bereich geht es fast an 1000 Höhenmeter senkrecht runter und wenn man da quer, dann fährst du ab, ja gerade im Nebel. Seht ihr, wie es da rauf geht? Das ist echt super, super geil. Und hier eben, da kommen gerade auch schon Biker runter, schneidet es einfach rüber bis zum Rifugio. Und dann gehen wir aber auch noch komplett rauf bis zur Stellung am Gipfel. So zumindest der Plan. Noch ca. 400 Höhenmeter. Schaut mega aus. So, nächster Tunnel ist es echt. Krass. Durch den Tunnel. Wer ist denn da? Die Vicky ist da. Schau her. Da ist sie, oder? Mega schön, oder? Also da kann man die Militärstraße jetzt nicht mehr verheimlichen mit den Randmarkierungen. So, jetzt nochmal ein kleiner Schwenk. Martin, Vicky und Petra. Danke,
dem Rifugio merkt man jetzt schon, dass der Weg schlechter wird. Aber es sind überall Stellungen. Wenn man genauer schaut, sieht man überall die Löcher in den Felsen. So, jetzt wird es hier ein bisschen interessanter. Schon machbar. Bio wäre es jetzt sehr schwer. Mit dem E ist genau schön. Yes. Du fährst wirklich auf Eco, die anderen fahren jetzt Tour, würde ich behaupten. Die haben nämlich auch gerade Akku getauscht. Das ist, da hat der Martin gut, weil Nico und ich, wir sind bis auf 10 Kilo genau gleich schwer. Die haben ja irgendwie 40 Kilo Gewichtsunterschied. Da lohnt sich dann irgendwann der Akkutausch. Seid ihr in Eco oder Tour gefahren? Tour. Und hier die Stellungen. Seleta da Macho. 2175. Kommen wir lieber weiter auf den. Ein bisschen kurz festhalten. Das ist jetzt ein ganz historischer Platz, wo wir da stehen dürfen in so einer Ruhe. Weil ich finde es halt schon episch, wenn am Berg dann so eine Ruhe herrscht und da nicht so viel los ist. Da oben ist Österreich gewesen und da hinten ist Italien gewesen. Und da oben haben sie eigentlich die zwei Nationen getroffen. Und da euch sieht man nur die ganzen Laufgräben, was sie gebaut haben. Das ist apokalyptisches Ausschlag, vor allem vorne dann über die Scharten. Und da sind über 10.000 Leute gestorben, nur in diese. In den Übergangsbereich zwischen den Gipfel und den Gipfel, was sie probiert haben, hin und her zu kommen. 10.000 Leute sind zwei Dörfer, das muss man sich mal feststellen. Es ist unvorstellbar, was da rum los war, für so einen engen Gipfelkampf eigentlich. Und dieser Eselsrücken hat man genannt, also den Bereich, der war halt einfach historisch. Das kann man überall nachlesen und ich habe sogar in der Schürbel durchgenommen. Also echt Wahnsinn, was da rum passiert ist. Und jetzt eigentlich die Ruhe, ich finde das bizarr, oder? Weil jetzt ist gar nichts mehr los. Ja, traurig, aber wo? Kein Berg ohne Schiebefunktion. Sonst wäre nicht der Martin an der Tourenplanung. Hängen wir schon wieder drin. An der Stelle hat es jeden gefallen von uns. Da ist nämlich so eine Riesentreppenstufe. Und da bleibt das Vorderrad hängen. Ganz schön gemein. Hier geht es jetzt schon wieder zum Fahren. Aber auch nicht ganz so einfach. Jetzt ist er weg. Scheiße. Jetzt sind wir oben am italienischen Gipfel, wo der Martin vorher schon erzählt hat. Und ein bisschen diesig, aber unglaubliche Aussicht. Und da drüben eben super nah der österreichische Gipfel. Und hier nochmal die Ansicht aufs Kriegsfeld. Von damals. Jetzt kommen langsam so ein paar Wolken reingezogen, aber es ist schon nochmal ein absolut. Sogar ein Blick bis zum Ortler halt, mit Cevitale und ganz hinten raus. An ja, die weißt Stuba, du auch, ja. Das so ist die Straße. Ja, an der Mello-Gruppe ist die erste. Und so schaut es auf die andere Seite runter aus. Eben, wie der Martin schon gesagt hat, Altissimo, Stino und Zunga. Jetzt gibt es Jausen, oder? Jetzt gibt es ja Jausen, ja. Jausen. Die liefern sogar bis hoch, gell? Mhm. Was hast du dabei? Das Unschrittjausen. Ach so. Aber ich habe sonst noch abgelaufene Salami und altes Brot. Worum geht es in der Einkaufen? Ja, bei uns gibt es nicht so was Gutes, aber das, was wir immer haben, das schmeckt uns auch. Auf jeden Fall, wir haben keine Pizza bestellt. Keine Nummer gehabt. Das ist meine Eifert, Käse und Salami. Und wir haben Booster mit. Genau, Booster. Den kriegt man bis zum Schluss auf. Okay. Das ist immer gut. Genau. Dann noch was Gesundes, Mandarinen, Apfel und gute Aussicht.
Steffi sagt gerade, die Treppen sind nicht zum Hochfahren. Fall auch gar nicht so auf. Jetzt auf dem Gipfel der Österreicher. Ja, das ist auch cool. So schauen die Schützengräben hier drüben aus. Wir sind jetzt ein bisschen den Kamm entlang gequert, fahren ja dann eben Richtung Rovereto ab. Und hier sind sie besser erhalten eigentlich, oder? Kann man sagen. Vielleicht auch ein bisschen mühevoller, also mit mehr Zeit, gebaut worden. Operation vor der Angriffsfront verloren. Die Italiener 4.400 Leute und die Österreicher 3.500 Leute. Da oben sind 8.000 gestorben. So, wir stehen jetzt da auf einer Geschützscharte und eigentlich mitten am Passubio, hinterm Val Sugana, und da oben, jetzt geht gerade wenig Wind, wachtelt die Tirolfahne. Ah, sie mag nicht ganz raus. Ja, jetzt sieht man es ein bisschen. Ja. Ah, jetzt kommt es. Ah, interessant, dass da die Tirolfahne wachtelt, aber da werden wahrscheinlich Innsbrucker Kaiserjäger gewesen sein, weil das ist da festgehalten worden am Schüdel, 16 bis 18. Und wenn man es liest, es liegen da wirklich Knochen herum. Ja, es ist echt crazy, das kann man sich gar nicht feststellen. Die werden halt da zusammentragen und zu den Gedenkkranzen da hingelegt worden. Nur sonst ist das Lenisch draufgeschrieben. Ja, echt verrückt, und da sieht man, was los ist. Und überall die Blechteile, man muss echt Mineralen aufpassen, dass man sich nicht die Raffen zusammenfährt. Da vorne schaut es aus. Es war jetzt total idyllisch, vier am Mittag, aber vor 110 Jahren warst du nicht so gefährlich.
cool aus. Darüber.
Wir sind immer noch ganz schön weit oben und es sieht gerade richtig cool aus, wie die Sonne schön langsam verschwindet. Ja, cool war's, oder?